Ich bin heute beim Tischtennisclub Zugbrücke Grenzau, dem sechsfachen deutschen Meister. Also, mit dem Ball kann ich umgehen. Mit dem hier wird's schon schwieriger. Eine, bei der das ganz genau andersrum ist, ist Celia Sasic und die ist Ex-Fußball-Nationalspielerin. Mit der Nationalelf hat Celia zweimal die Europameisterschaften gewonnen. Sie selbst war zweimal Deutschlands und einmal sogar Europas Fußballerin des Jahres. Okay, also hiermit brauchst du gar kein Training mehr. Warum hast du heute Lust auf Tischtennis? Tischtennis habe ich irgendwie immer mal gerne gespielt, gerade in der Jugend oder in der Kindheit, auf dem Schulhof ganz klassisch. Und eben auch bei großen Turnieren haben wir immer eine Tischtennisklasse dabei gehabt, haben dann auch mal ab und an Turniere gespielt oder der typische Rundlauf. Um auch noch mal einen anderen Ball zu sehen. Genau, und deswegen würde ich gerne mal das ein bisschen besser können. So, was glaubst du, wo brauchst du noch Nachhilfe oder was ist die Herausforderung, die du heute beim Tischtennis suchst? Vor allem so diese angeschnippelten Bälle irgendwie zu verteidigen, also zurückzuspielen, Aufschläge auch so zu machen. Das sind so die Dinge, die ich irgendwie nicht drauf habe. Okay, also es ist noch ein bisschen Luft nach oben, würdest du sagen. Ja. Gut, dass ich einen Trainer gefunden habe, der Celia jetzt zeigt, wie das richtig geht an der Platte. Vincent spielt Tischtennis, seit er 4 ist. Er weiß, wie man seine Gegner an die Wand spielt. Damit ist er der perfekte Trainer für Celia. Was würdest du sagen, braucht man, um gut Tischtennis zu spielen? Worauf kommt es an? Ja, beim Tischtennissport ist extrem die Schnelligkeit und die Koordination wichtig. Mhm. Man muss natürlich auch wissen, wo steht man etwa im Bereich der Platte? Wie weit geht man zurück? Wie weit geht man nach vorne? Wie spielt man den Ball? Wie dreht man ihn am besten an? Ja, glaubst du, Celia hat heute eine Chance, ein bisschen was zu lernen bei dir? Ja, natürlich, weil sie hat ja auch ziemlich gute Voraussetzungen, gewisses Ballgefühl. Ja. Da müssen wir nur gucken, dass wir das übertragen auf die Hand. Aber ich bin da zuversichtlich. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie sich Celia an der Platte schlägt, oder? Ja, dafür habe ich einen Leistungscheck angeordnet und der Colin steht schon bereit. Colin ist ein echtes Tischtennis-Ass. Mit gerade mal 13 Jahren spielt er schon in der ersten Herrenmannschaft. Es wird nicht leicht für Celia. Zeit nur mit der Rückhand am Tisch. Die seitliche Beinarbeit, die fehlt noch ein bisschen. Oder sowas. Leider nein. Wie hast du dich gefühlt? Wie ein Vollamateur. Also man denkt ja immer, wenn man so ein bisschen im Schulhof gespielt hat, man Tischtennis spielen kann, aber sobald man dann gegen jemanden spielt, der das jeden Tag 3 Stunden macht, wie er mir gesagt hat, dann sieht man ganz schön alt aus. Ja, das sehe ich genauso. Also das Gefühl ist da für die Welle. Allerdings, wenn dann ein bisschen der Unterschnitt dabei kommt, wie beim Aufschlag müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, dass da mehr im Oberkörper an den Tisch kommt. So Kleinigkeiten oder auch die Schlägerhaltung und vor allen Dingen, wie stehe ich an der Platte? Vielleicht ein bisschen tiefer, vielleicht ein bisschen dynamischer in kleinen Bewegungen. Mhm. Und ja, aber ich bin da zuversichtlich. Ich denke, das kriegen wir hin. Du achtest darauf, dass du schön tief in den Knien stehst, hier die Schulter und den Unterarm locker lässt und wirklich mit dem Handgelenk, Unterarm, arbeitest nach vorne. Ganz locker. Das hört sich doch gut an. Du hast doch heimlich geübt. Spiel ich am Tisch den Ball hart, geht er über die Platte. Spiel ich mit Spin, selbe Tempo, ist der Winkel einfach viel steiler. Spin bekommst du durch Handgelenk. Handgelenk so nach vorne. Spin. Ganz locker, nicht verkrampft. 2, 3 gehen ins Netz, die anderen gehen schon ganz gut auf die Platte. Okay. Stehst parallel zum Tisch. Das ist einfach wie eine Frisbee. Hier. Hey. Alles klar, sofort volle Power. Ja, klappt doch. Als nächsten Trainingsschritt müssen wir auch eine Verbindung zwischen Rückhand und Vorhand finden. Das heißt, ich spiele dir abwechselnd einen Ball in Vorn und einen Ball in Rückhand. Immer die seitliche Bewegung, ja? So entwickelt Celia Routine in der Schlagbewegung. Außerdem wird so auch ihre Beinarbeit trainiert. Das Wichtigste mit beim Tischtennis ist der Aufschlag-Rückschlag. Spiel ich mit Unterschnitt, bleibt der Ball stehen und kommt teilweise sogar zurück. Und diesen Unterschnitt erzeugst du, indem du mit deinem Schläger unter den Ball drunter gehst. Richtig unter den Ball durchgehen, nicht so abgehakt. Schon besser. Jawohl. Genau. Okay, ich glaube, du bist fertig für das finale Spiel. Ehrlich? Alles klar, dann kommt mal ran. Wir sind ready. Mich würde nämlich interessieren, fühlst du dich auch ready? Wenn mein Coach sagt, es ist soweit, dann bin ich auch soweit. Er hat mir sehr viele gute Tipps gegeben. Ja. Von daher habe ich auf jeden Fall schon einen Fortschritt gemerkt. Worauf muss sie gleich achten im Match? Wie sie schon gesagt hat, auf den Aufschlag achten, auf den Rückschlag. Wie sie den Colin anspielt, dass sie danach besser ins Spiel kommt. Aber ich bin da schon zuversichtlich. Also
Mal sehen, ob Celia Collins Aufschläge und angeschnittene Bälle jetzt besser annehmen kann. Seine hohen Bälle sind aber auch echt fies. Celias Vorhand hat nach dem Training eine ganz schöne Wucht. Timeout. Okay, du musst mehr aufpassen, ob er mit dem Schläger wirklich unter den Ball geht, weil dann ist Unterschnitt drin, oder ob der den einfach so rüberspringt. Aber wir kriegen das schon hin. Trotzdem, Vincents Tipp scheint zu fruchten. Celia hält Collins Bällen stand und punktet. Wow, wie war der Tag für dich? Ja, super. Die Sachen, die ich mir irgendwie vorgenommen habe, hat mein Trainer mir super beigebracht. Konnte ich dann auch schnell umsetzen. Aber am Ende habe ich gegen so einen Jungen wie Colin einfach keine Chance. So. Ja, was sagt denn der Trainer? Vincent, dein Resümee. Ja, ich finde auch, dass du dich super angestellt hast über den ganzen Tag. Und den Trainingseifer hat man gesehen bei dir. Und das hat ja auch am Ende herausgezahlt. Hat man am Endspiel gesehen. Und ja, hat Spaß gemacht. Was sagt denn der Gegner? Ja, der Aufschlag, der war schon... Und der Vorhandtopspin. Das war ja auch dein Tagesziel, oder? Ja, sehr gut. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder irgendwo ein bisschen beeindrucken, wenn wir so Rundlauf spielen oder so. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, so gelegentlich werde ich sicher noch mal an der Platte stehen und das eine oder andere auspacken, was ich hier gelernt habe. Ja, ich würde sagen, der Anfang ist gemacht. Dann schauen wir mal, ob wir Celia jetzt in Zukunft an der Tischtennisplatte sehen.